überall lauern Nazis. Nazi hier, Nazi da. Ob Sarrazin, Pirinci, Helmut Schmidt, Heino oder wir hier alle. Die Presse ist sofort dabei, die Keule zu schwingen und Nazi, Hitler und sogar Breivik Vergleiche aufzustellen. Damit sind die journalistischen und politischen Eskalationsmöglichkeiten auch schon ausgereizt. Was kommt dann? Schlägertrupps? Gefängnis? Überhaupt, wer spricht eigentlich ständig von Nazis und Rassisten? Denkt ihr, liebe Dresdner, von morgens bis abends an Nazis? Wer hat denn nun den Nazi-Fimmel? Ihr von den Gegendemos oder wir? Wir sind keine Nazis, wir denken nicht an Nazis. Also ist das ja wohl euer Problem. Vielleicht mal Therapie machen, um die Nazi-Obsession in den Griff zu kriegen.